Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Ricochet Robots aus dem Abacus Spieleverlag, einem Spiel ab 10 Jahren für ein bis unendlich viele Spieler. Ein Spiel dauert ca. 30 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr das Spiel auf und wie funktionieren die einfachen Regeln. Und jetzt viel Spaß mit Ricochet Robots. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt, eine Anleitung, dann gibt es hier diverse Spielplanteile und da gibt es normale Spielplanteile und es gibt welche, auf denen sind noch solche schrägen Abprallerfelder mit drauf. Dann gibt es eine Sanduhr, dann gibt es hier die Roboterfiguren, die es über das Feld zu bewegen gilt. Hier haben wir noch einen Stein, mit dem kann man hier diese Plättchen dann zusammenstecken, diese vier Stück, mit denen man spielen möchte. Dann gibt es hier noch Roboterplättchen, in der gleichen Farbe wie die Roboter selber. Und dann gibt es hier noch so runde Marker, auf denen auch noch Symbole drauf sind, die es zu erreichen gilt. Das ist der komplette Inhalt der Spieleschachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze dann aufbaut. Der Spielaufbau ist relativ einfach. Es gibt ja sehr viele Spielpläne, die hier dabei sind, insgesamt also 8 Stück, mit jeweils 2 Seiten, was eine Menge Kombinationen ergibt. Und hier bei diesen kleinen Ausstanzungen ist immer eine Farbe hier angegeben. Also hier ist blau, hier ist gelb und einfach von jeder Farbe, also rot, gelb, grün und blau, muss es ein Plättchen sein. Das sieht man hier jetzt in der Mitte und die steckt man einfach auf dieses Pfeil. Plättchen mit drauf und dann hat man einen schönen Spielplan aufgebaut. Ich habe einen einfachen Spielplan aufgebaut, ohne diese Abprallersteine. Und jetzt werden die Roboter platziert und die platziert ihr einfach auf beliebigen Feldern, wo ihr Lust habt und legt unter jeden Roboter das entsprechende Startmarker drunter, dass man weiß, von wo er gestartet ist. Und die kann man jetzt, wo man will, einfach mal auf dem Spielplan verteilen. Es ist mit jeder Aufstellung eigentlich möglich, dieses Spiel zu spielen. Nur nicht auf Symbole, die auf dem Spielplan aufgedruckt sind, stellen, denn das sind die Zielorte, wo die Roboter dann später hin müssen. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn wir da drauf den Roboter stellen. Ich verteile die jetzt einfach mal quer über das ganze Brett hier. Dann gibt es hier diese Zielchips, auf denen sind immer die Symbole drauf, die auch hier auf dem Spielplan zu finden sind. Wo ist er? Da ist er. Und die werden einfach gut gemischt und für alle Spieler gut erreichbar hingelegt. Das Spiel spielt man gleichzeitig und am Anfang noch ohne Zeitbeschränkung. Das ist eigentlich schon der komplette Aufbau des Spielplans. Es gibt noch einen silbernen Roboter, den kann man auch noch dazu nehmen. Der zählt als Blockade oder als Abprallstein oder als mehrfarbiger, wo man es beliebig wählen darf. Ansonsten hat der keine Funktion im Spiel. Als nächstes erkläre ich euch jetzt, wie die Regeln dieses Spiels eigentlich funktionieren. Das Spiel funktioniert jetzt einfach folgendermaßen. Ein Spieler nimmt einen dieser Zielchips, dreht ihn um und legt ihn in die Mitte des Plans. So, jetzt haben wir zufälligerweise den mit dem Wirbel erwischt. Der Wirbelchip ist der einzige, wo ein beliebig farbener Roboter auf dieses Zielfeld gezogen werden muss. Den tue ich jetzt aber nochmal weg und nehme ein anderes. Denn hier sieht man jetzt ein Symbol in grün und das bedeutet, der grüne Roboter muss auf dieses Symbol gefahren werden. Und jetzt ist das Besondere, die Spieler denken jetzt nur in ihrem Kopf sich einen Weg, wie der Roboter denn dahin kommen könnte. Und die Roboter fahren immer senkrecht oder waagrecht, bis sie irgendwo anstoßen weiter und somit muss ich jetzt in Gedanken den Weg planen, wie komme ich denn an diese Stelle. Dabei darf ich nicht nur den grünen Roboter fahren, sondern ich dürfte zum Beispiel auch die anderen Roboter fahren und in die Züge mit einbeziehen, wenn ich es zum Beispiel schaffe, irgendwie mit einem dann eine Blockade zu bauen, dass ich da abpralle. Also wenn ich den roten zum Beispiel irgendwie
da kriege ich ihn jetzt nicht wirklich hin, aber wenn er da wäre, dann würde ich hier halt stehen bleiben und nicht bis da unten weiterfahren. Also ich darf die Steine durchaus mit einbeziehen. Die Startmarker bleiben natürlich an der Stelle liegen, wo er gestartet ist. Und jetzt überlege ich mir mal einen Zug, wie komme ich von da nach da. Und sobald ich eine Lösung habe, sage ich diese Lösung in den Raum hinein. Ich sage dann 7 Züge. Dann erst wird die Sanduhr umgedreht und die anderen Spieler haben noch so lange Zeit, wie die Sanduhr läuft. Oder auch der Spieler, der die 7 gesagt hat, seinen Zug zu verbessern, eine niedrigere Zahl zu bringen oder eine gleichwertige Zahl zu bringen. Die anderen Spieler dürfen auch eine höhere Zahl nennen, wenn sie sagen, ich komme da aber nur mit 8 Zügen hin. Denn der Spieler, der die 7 gesagt hat zum Beispiel, muss danach erst beweisen, dass er es auch in 7 Zügen hinbekommt. Und sollte er dann da falsch liegen, ist der nächste Spieler dran, der den nächst höheren Wert genannt hat und darf zeigen, wie er diesen Zug geplant hätte und wie es da funktioniert hätte. Ich schaue mir das jetzt kurz mal an, wie ich diesen Zug planen würde. Und ich zeige euch das jetzt mal, was ich normal gedanklich mache, mal am Spielfeld und fahre den jetzt mal wirklich kurz. Ich sage es, den fahre ich dahin, dann könnte ich ihn dahin fahren, dann könnte ich ihn hier rüberfahren, dann wäre er hier eingesperrt. Dann könnte ich ihn da hier runter, da rüber, da runter, hier rüber. Alles Blödsinn, das dauert alles viel zu lang. Grundsätzlich sind es meistens um die 0 bis 10 Züge, die ausreichen, um ein Feld zu erreichen. In besonderen Fällen kann es auch mal sein, dass man 20 Züge oder mehr brauchen würde und dann können sich die Spieler darauf einigen und sagen, nee, den machen wir jetzt nicht, dann legen wir den weg und in die Schachtel zurück und nehmen einen neuen, wenn die Lösung wirklich so abartig hoch wäre, dass das einfach keinen Sinn macht. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden und sage jetzt 8. Dann wird das hier umgedreht und die anderen Spieler haben jetzt eben noch circa eine Minute lang Zeit, um meine 8 zu unterbieten oder zu sagen, 8 geht sowieso nicht, ich habe einen mit 10 oder eben einen Weg, wo sie sagen, das ist mein Weg, den ich hätte, falls dein Weg falsch ist. Ich habe jetzt gesagt 8 und jetzt probieren wir mal aus, ob das mit 8 wirklich funktioniert. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe mich eins verzählt, dummerweise. Ich habe den nicht mitgezählt, denn auch Roboter natürlich, die man in anderer Farbe verschiebt, muss man mitzählen. Und mein Weg wäre jetzt zwar richtig gewesen, aber dummerweise habe ich mich um eins verzählt. Das heißt, wenn es ein anderer Spieler sagt, tja, Pech gehabt, ich habe 9 gesagt und das aus gutem Grunde. Ich habe den gleichen Weg wie du, aber ich habe halt richtig gezählt und sage jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9 und bin am Ziel angekommen. Dann hat der Spieler dieses Marker eben gewonnen und legt es zu sich. Dann kommt der Startmarker vom Grünen hier runter, unter den Grünen drunter. Jedes Symbol gibt es nur einmal, deswegen kann man das jetzt hier auch drauflegen. Dann wird einfach ein neues Zielörtchen hier aufgedeckt und der rote Spieler muss jetzt nach hier drüben und dann wird wieder wie vorher geschaut. Jeder schaut, wie komme ich denn dahin. Auch der rote Marker kommt natürlich noch darunter. Also alle, die ich bewegt habe, kriegen einen neuen Startort. Und dann wird einfach wieder geschaut, mit wie vielen Zügen komme ich denn zum Beispiel jetzt hier in die Ecke. Ich sage wieder 8 Züge. Die anderen Spieler haben wieder so lange Zeit, sich etwas zu überlegen, was niedriger, höher oder nach ihrer Meinung nach richtiger wäre. Ich habe gesagt 8 Züge. Jetzt schauen wir, ob ich diesmal richtig liege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ziel erreicht. Das Markerl gehört mir. Die Startmarkerl kommen wieder unter die Figuren drunter. Und die nächste Runde wird gespielt. Ihr seht, ein sehr einfaches Spiel von den Regeln her, aber es fordert wirklich das Denken heraus und das Ziehen ohne wirklich etwas zu ziehen, also im Gedanken erstmal den Weg zu ziehen, macht unglaublich viel Spaß, gibt unendlich viele Möglichkeiten, weil man eben anfangen kann, wo man möchte, weil sich die Orte ständig ändern, weil man Spielplanteile hat mit den verschiedensten Konstellationen drauf. Enden tut das Spiel, sobald ein Spieler im Zweispielerspiel 8 von diesen Markern gesammelt hat, im Dreispielerspiel 6 von diesen Markern,
und im Vierspielerspiel 5 von diesen Markern. Spielen mehr wie 4 Spieler, dann werden einfach um alle Chips gespielt, bis alle verteilt sind und der Spieler, der dann am meisten hat, hat das Spiel einfach gewonnen. Also es gibt ja eigentlich keine Spielerbegrenzung, denn jeder kann mitdenken und Züge planen. Und dann sage ich euch noch kurz, was es mit diesen Feldern hier auf sich hat, die so einen Abpraller drauf haben. Also sowas hier. Das heißt lediglich, der Stein, der die Farbe dieses Umlenkers hat, der läuft hier geradeaus durch. Also nicht, wie man vielleicht denkt, der Rote würde jetzt hier abgelenkt werden. Nein, der Rote ist der, der durchläuft. Jede andere Farbe, die hier dagegen prallt, wird einfach in die Richtung, in die dieser Abpraller schaut, abgelenkt. Also der Grüne läuft durch natürlich über den Grünen. Der Gelbe wiederum würde hier abprallen und in die entsprechende Richtung weitergelenkt werden. Das sind also diese Sonderfelder, die es auf dem Plan noch gibt, um die Regeln noch ein bisschen knackiger zu machen. Und insgesamt sind das jetzt auch schon die kompletten Regeln zu Ricochet Robot. Das war meine kurze Spielevorstellung und Regelerklärung zu Ricochet Robots aus dem Abacus Spieleverlag. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden und hattet Spaß mit diesem Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, Servus, euer Michael.